In Schleswig-Holstein-Säugling in Garten vergraben. Polizei findet Babyleiche nach Telefonhinweis. Ein Anruf schockt die Polizei in Schleswig-Holstein. Angeblich wurde ein Baby im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses verscharrt. Noch in der Nacht starten die Beamten die Suche und werden fündig. Die Polizei in Schleswig-Holstein hat in der Nacht auf Mittwoch einen schrecklichen Fund gemacht. Im kleinen Ort Knutzgruben die Beamten im Garten eines Hauses die Leiche eines Babys aus. Es gab gegen 0.15 Uhr 15 einen Notruf, sagte ein Polizeisprecher. Zur Auffindesituation machte er keine Angaben. Zuvor hatten Medien über den Fund berichtet. Es soll sich um ein sechs Monate altes Kind handeln. Nach Angaben von BILD hatte die Polizei zuvor einen telefonischen Hinweis bekommen. Die Information soll aus dem Umfeld der Mutter gekommen sein. Todesursache noch unklar. Es habe nach dem Fund keine Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wir ermitteln in alle Richtungen. Derzeit ist noch nicht klar, ob der Säugling gewaltsam zu Tode kam, wie Oberstaatsanwalt Michael Bimmler gegenüber Ebilde bestätigt. Es laufen aktuell rechtsmedizinische Untersuchungen. Deren Ergebnis noch offen ist. Auch die Spurensicherung ist demnach noch immer vor Ort.